Wir stellen uns mal vor, ich bin der Geschäftsführer einer Sozial- oder Pflegeeinrichtung. Warum sollte ich mich dann mit dem internationalen Recruiting beschäftigen? Der Fachkräftebedarf, der wird über kurz oder lang nicht mehr mit einheimischen Kräften zu decken sein. Und da gibt es nicht viele Alternativen dazu, sich im Ausland umzuschauen. Man kann natürlich Belegungsstopps aussprechen, man kann Stationen schließen, aber das will ja keiner. Die Bundesregierung unterstützt das ja auch, dass man dann Fachkräfte aus dem Ausland anwirbt. Besonders in der Pflege unterstützt sie das. Und es gibt viele Best-Practice-Beispiele von Arbeitgebern, die seit 15 Jahren, mehr als 15 Jahren im Ausland rekrutieren. Nicht ohne Mühe, das kostet auch die erfahrenen Arbeitgeber Mühe, aber eben erfolgreich. Und dann gibt es noch ein großes Argument, und das ist der frische Wind, den das internationale Recruiting in ihr Unternehmen bringt. Denn das rüttelt mal alles so richtig durcheinander, wirbelt Staub auf, und dadurch wird ihr Unternehmen dann zukunftsfähig. Wie kann ich die Anwerbung internationaler Fachkräfte vernünftig umsetzen? Wichtig ist, dass das kein Schnellschuss aus der Personalabteilung wird, sondern dass Sie ein Projekt sorgfältig aufsetzen, wo erstmal das Management an Bord geholt wird. Die müssen die Entscheidung treffen und sagen, ja, wir machen das jetzt 3 Jahre lang, nehmen wir uns Zeit. Vorher macht das gar keinen Sinn, das zu evaluieren. Das braucht diese 3 Jahre. Sie brauchen auch einen Etat von ungefähr 10.000 Euro pro Fachkraft, denn da kommen Reisekosten, da kommen Kosten für die Sprachkurse, Visagebühren, Anpassungsqualifizierungen, alles kostet Geld. Und der letzte Punkt ist, dass man darauf achten sollte, dass dieses Projekt eine angemessene Dimension kriegt. Also 1 bis 2 Leute pro Jahr zu holen, das bringt nichts, weil sie müssen sich ja sehr viel aneignen an Wissen, sie müssen Strukturen aufbauen, das lohnt sich für 1, 2 Leute nicht. Andererseits 50 Leute reinzuholen, da können sie sich gar nicht auf einmal drum kümmern, das ist zum Scheitern verurteilt, so eine Massenrekrutierung. Also ich schlage immer vor, ein solides Projekt aufzusetzen, 5 bis 15 Fachkräfte pro Jahr da durchzuschleusen, und die sind dann am Ende sinnvoll integriert. Und nur so kann das erfolgreich sein. Wie kann ich die Anwerbung internationaler Fachkräfte vernünftig umsetzen? Es gibt so ein paar Irrtümer im internationalen Recruiting. Das eine ist, dass man glaubt, man muss unbedingt so einen kommerziellen Personalvermittler holen, der einem dann wiederum die Fachkräfte aus dem Ausland holt. Das kann man machen, dann aber bitte einen seriösen Anbieter auch auswählen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Sie können selber in internationalen Stellenbörsen oder Lebenslaufdatenbanken unterwegs sein und suchen und inserieren. Sie können sich Beratung an Bord holen von Welcome-Centern, von der zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel. Sie können auch direkt auf Kooperationspartner im Ausland zugehen, Nichtregierungsorganisationen, Vereine, deutsche Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen, die Ihnen dann die Bewerber holen. Und das ist so der erste Missverständnis. Und der zweite Irrtum ist, dass die Arbeit aufhört an dem Tag, wo die Fachkraft in Deutschland eingereist ist. Das muss ich Sie leider enttäuschen, ist eben nicht so, sondern dann fängt die Arbeit erst an. Sie brauchen ein Konzept, wie Sie die Fachkraft integrieren und binden möchten langfristig. Und da ist der erste Schritt, einen Integrationsbeauftragten einzustellen oder zu bestimmen, der sich um die Belange und Bedürfnisse und Sorgen und Nöte kümmert.